Ja, auf geht's. Herzlich willkommen. Wir müssen natürlich hier noch wechseln und ich darf einen Offboard machen. Okay, alles klar. Grüße euch natürlich alle ganz herzlich. Oh, wird sich noch ein paar Minuten dauern. So, Leute, ich muss ein bisschen hier die Kamera im Auge behalten. Ich bin nicht mehr dran. Und ja, dann geht seine Eminenz mal los. Hoffentlich schaffen wir es. Mal gucken. Habe ich alles an?
ein bisschen spät dran heute. So ist das, ne? Mit Kindern. Wenn sie pünktlich schlafen, ist gut. Wenn nicht, dann nicht, ne? Wir müssen um 21 Uhr in der Emerald sein. Und natürlich die Uhrzeit ist okay. Das erste Mal, dass ich auf dem Esel reite, Digga. Bischof kann nicht so schnell. Schade, dass das nicht geht, ne? Den Sitz. Aber der setzt sich immer wieder um. Gilt die Executive Order? Was heißt das denn? Musik passt irgendwie nicht so. Probieren wir mal was anderes, ja? Auch nicht irgendwie. Wie war das mal? Ach komm schon. Aber hat irgendwie was, oder?
Kann man eigentlich einen Schirm beim Reiten aufhaben? Nee, ne? Schade. Oh! Was? Jetzt fliege ich die ganze Zeit runter? So Leute, falls ich gerade nicht so wirklich gucken kann, ob ihr was schreibt. Mein Gott, nochmal an, die visieren dann aber an, ne? Ich bin der Bischof. Kein Wolf. So, ich würde eigentlich in den Videomodus schalten, damit ich einmal schauen kann, ob ihr schreibt oder schaut. Verfluchte NPCs. Ich fühle mich so klein und schwach.
Ah, cool. Hier ist ein Schild. Kann seine Heiligkeit mal drauf gucken. Emerald. Schon länger nicht mehr passiert. Störrisches Wesen. Ich bin der Bischof von Lemoyne. Und du wirst mir gehorsam. Du schuldest mir Gehorsam. Also, wach weiter so. Wir sind auf einem guten Weg, glaube ich. Ganz ruhig. Dann kriegst du auch eine Möhre. Guter Werte. Waffankolo. Stupido Fankolo. Alles nicht so leicht. Ach du Scheiße. Hätte ich den hingeführt? Ich kann nicht vom Weg. Ich würde so gerne hier quälen. Ich weiß, dass die da hinten ist, Mann. Boah, ist das schwer. Boah, ist das schwer. Au! Das ist mega Fail-AP, was ich hier mache. Absolutes Fail-AP. Absolutes Fail-AP. Das ist sie nicht. Aber sieh mal dort. Esel. Die Berge kenne ich doch. Aha. Was für ein Abenteuer. Da vorne ist nicht so viel Wasser. Fällt dort durch. Lass mir nicht die Füße nass werden. Oh, ich habe einen Tropfen Wasser abbekommen. Ja, jetzt ein Wolf und ich bin down, ne? Ich muss mal sagen. Signore! Scusi, ich suche die Emerald Heart. Die Emerald Heart. Ach, da. Ich danke Ihnen. Naja, man soll ja NPCs... Man soll ja NPCs... anspielen, als wären sie lebendige Menschen, ne? Ein Schild. North, South. Was soll mir denn das sagen? Aber da vorne, ich glaube. Ich glaube, die Gegend kenne ich. Für meine Güte. Für meine Güte. Für meine Güte.
habe gar nicht mehr so im Kopf, wie verzweigt dieses Wegenetz ist. Wenn du dich nur in die Wege hältst, kommst du nirgendwo hin, Alter. Ist das krass. Welcome to New Nova. Ich dachte, hier steht Emerald Ranch. Doch, Emerald Crossing. Nun schmeiß mich nicht ab, du Esel. Mr. Dunfield, sind Sie das? Ich kann das Ding nicht stoppen. Würden Sie mir bitte helfen? Ich kann nicht stoppen. Er hat es geschafft. Mr. Dunfield, ich kann nicht stoppen. Wie stoppe ich nochmal? Lawson, Dunfield. Hallo, Bischof? Ja, bitte stoppen Sie. Ich hab vergessen, wie man stoppt. Ah, also müssen die Züge ich danke ziehen. Ihnen. Meine Güte, mein armer Hintern. Ja. Mr. Dunfield. Ihretwegen habe ich mir diesen Auftritt. Okay, ein fabelhafter Auftritt. Haben Sie toll gemacht. Ich danke. Ich meine, das nächste Mal trauen Sie sich bestimmt schon auf ein richtiges Pferd. Oh, ich bin mir nicht sicher. White Chain, Dunfield, Lawson, aussetzen. Ist da Dunfield, Irit? Schnappen Sie sich sofort Ihren Körper und gehen Sie ins Pub. Amazing Rain. Oh, meine Güte. Was passiert? Sie die Fresse und schicken Sie die Waffen weg. Ich hab gar keine Waffen draußen. Nein, aber Schein. So. Ach, Exzellenz. Ja, ich bin einfach runtergeglitten. Würden Sie das Tier nehmen? Ja, kommen Sie. Sofort den Bischof. Sollen wir uns im Saloon verstecken? Wir schauen nur mal nach dem Rechten. Dann warten wir noch mit der Predigt. Meine Güte. Das wäre ein Abenteuer. Geht's Ihnen gut? Wir haben es hergeschafft. War's in Ordnung? Mit Gottes Beistand, mein Sohn. Wir gehen rein. Achtung, treten Sie nicht ins Salz. Oh, meine Güte. Oh, hab ich mich jetzt erschrocken. Nun, Eure Exzellenz, darf ich vorstellen. Mr. O'Reilly. Freut mich, ja. Gottes Segen mit Ihnen, mein Sohn. Entschuldigen Sie, ich bin noch etwas außer Atem. Nun, für Mr. Dunfield habe ich mich auf dieses Monster gesetzt. Ja. Auf dieses Monster? Ja, ich wollte eben unbedingt beweisen, dass auch ein alter Baum überall neue Tricks erlernen kann und auch, wenn man nur sich genug Mühe gibt, dass man ihn umzupflanzen vermag. Nun, Eure Exzellenz, es gibt Neuigkeiten. Also, um das direkt aus der Welt zu schaffen, vorhin steht der Mann, der... den Mann aus dem Pub, den wir gesucht haben. Es war tatsächlich der
War das nicht Ersan Denis? Nein, 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 das war ein Missverständnis. Nun, und das komplette Missverständnis haben wir aus der Welt geräumt. Es steht nichts mehr zwischen uns. Ich war Mr. O'Reilly, wir sind fast schon Freunde geworden, kann man sagen. Fast? Durchaus. Entschuldigen Sie, ich muss mich kurz die Waffe noch hier. Das war nur wegen dem Vorfall vorhin. Ich stell das mal hier an die Seite. Ja? So, das macht ja einen schlechten Eindruck, wenn ich hier vor Ihnen... Wenn ich hier vor Ihnen mit einem Gewehr stehe. Wobei, wenn da die Reiter, wenn die Reiter auf dem Hügel sind, dann brauchen wir es vielleicht wieder. Aber gut, Oh, ich höre Pferde. Und ich, Mr. O'Reilly, ich wünschte, ich könnte Ihnen versprechen, dass ich da meine Präsenz genug Respekt den Strolchen einflößen würde, aber das kann ich Ihnen leider nicht versprechen. Ich habe schon wieder der Gaul hier. Und, ich habe gehört, Sie wurde mitgespielt, nicht wahr? Ich habe es in der Predigt gehört. Ich war in der Kirche vor 2 Wochen. Haben sie gesagt, sie wurden verprügelt, nicht wahr? Ja, bedauerlich. Wer den Bischof verprügeln würde. Ich danke Ihnen, dass Ihre Anteilnahme bedeutet viel. Signore, ich muss Ihnen wirklich sagen, ich komme aus Rom und da ist mir das noch niemals passiert. Aber es gibt hier wohl eine Menge Seelen, die der Kirche, den Vertretern Christi auf Erden, nicht den nötigen Respekt schuldig sind, nicht? Na, das auf jeden Fall. Das Land hier ist, und die Leute sind komisch und nicht jeder ist so gläubig, wie es sein sollte. Signore, deswegen brauchen wir Männer wie Sie. Männer, die einen wichtigen Beitrag hier auf diesem weit entfernten Fleckchen von Rom. Ja. Das Wort Christi predigen. Nun, euer Hochwürden, natürlich. Ich kann noch den Leuten schauen, aber eine Frage quält mich schon die ganze Zeit. Haben Sie denn noch eine, wir haben uns im Stall von Saint-Denis gesehen, haben Sie denn noch eine Schaufel gefunden? Oh, Mr. Nach einer Schaufel gefragt. Mr. Berrigan, Mr. Berrigan hat alles besorgt und Mr. Doherty ist ebenfalls fleißiger Diener der... Ja. Das Worte Christi. Ich schau mal nach den Leuten, von denen Sie gesprochen haben. Sie sind schon wieder weg. Machen Sie sich keine Sorgen. Gerade rausgeritten. Eure Exzellenz, Mr. O'Reilly, wurde überfallen. Oh nein. Von schon wieder so einem komischen Mann, der sich... Nun, wie sagten Sie? Erzählen Sie es. Sie haben so spannend erzählt. Ich würde sagen, er hält sich selbst für so eine Art Richter Gottes. Ich war Schrecklich. Am Ringneck Creek und hab nach Gold geschifft. Ich hab auch schon ein paar Flocken gefunden gehabt. Dann spüre ich auf einmal nur ein Eisen in meinem Rücken. Mann, wohl 2 Revolver. Hat gesagt, ich soll meinen Revolver wegschmeißen. Soll mein Gewehr wegschmeißen. Und hat mir die Augen verbunden, habe ich einen Hügel hochgeführt. Ich auf die Knie gezwungen, hat mir die Hände verbunden. Und nun, dann hat er mir das Tuch vor den Augen abgenommen. Mir einen Revolver vors Gesicht gehalten und gesagt, das ist, die Faust Gottes. Ich solle nun beichten. Ich habe gebeichtet. Und er hat gesagt, ich trage keine Schuld und, nun das, was so alles geschehen ist in meiner Vergangenheit, reue. Ich habe auch wirklich nicht viel sagen können, ich meine, das Schlimmste, das ich getan habe, ist, aus Irland wegzugehen. Meinen alten Herren haben. Nun ja, dann bin ich das Herz gebrochen, aber... Und, jedenfalls, dann hat er etwas von Gottes Zorn erzählt und dass die Sünder bestraft werden müssen und dergleichen. Dann die ganze Zeit hat er dabei geflüstert. Er hat sich selbst der Whisperer genannt. Er ließ sie beichten? Ja. Was nahm er ihnen ab? Nun, er hat mich das... Verzeihung. Oh, meine Güte. Der Telefon klingelt. Das ist ein Fehler. Nicht meins, aber... Sollen wir nach hinten, nach draußen gehen? Mr. O'Reilly. Achso. O'Reilly am Apparat. Emerald. Arzt. Guten Tag. Ja? Danke Ihnen, dass Sie den Esel angehalten haben, Signore. Herr Bischof. Ja. Können wir uns kurz unterhalten? Draußen? Natürlich. Oh, Vorsicht, hier hat jemand Salz verloren. Ach, Salz.
Also Bischof, es tut mir auf jeden Fall leid, dass ich Sie gestern in Santini so forsch angesprochen habe. Falls Sie sich erinnern. Natürlich, natürlich. Sie nannten mich ein Pummelchen, nicht? Ja, Signore, grämen Sie sich nicht. Ich nehme Ihre Entschuldigung dankend an. Es gibt nicht viele Menschen, die die Größe besitzen, einen Fehler zu sehen und ihn einzugestehen. Danke, Euer Exzellenz. Und ich hoffe, Sie können aus dieser Situation lernen für sich und, ja, ein besserer Mensch zu werden. Dann haben wir beide etwas aus dieser Situation mitgenommen, nicht? Ja. Ich danke Ihnen. Den Ring zum Küssen natürlich. Mua. Danke Ihnen. Dann wünsche ich Ihnen auch alles Gute, Signore. Ich danke Ihnen, dass Sie die Größe besessen haben, auf mich zuzukommen, nicht? Ich bin mir sicher, das war viel Überwindung gefordert, nicht? Nein, es war mir auch irgendwie unangenehm. Machen Sie sich keine Sorgen, mein Sohn. Wissen Sie, mein Beichtvater in Roma, er sagte mir immer, wissen Sie, Irren ist menschlich, nicht? Aber vergeben ist göttlich. Ich vergebe Ihnen, mein Sohn. Weise Worte. Hey, Sir, ist da jemand von dem Gesetz dran? Ja. Komm hier wieder reingehen. Ja. Passen Sie auf das Salz auf. Ja, oh. Sergeant McCoy? Sir, wie war nochmal Ihr Name? Das ist, Achso. Der County Sheriff Goodhart ist... Ne? Frag ihn mal, ob Lemieux in der Nähe ist. Ich soll Sie von St. John grüßen und ich soll fragen, ob Lemieux in der Nähe ist. Nun, gut. Hier ist gerade wirklich viel los, Sir. Ja, nun. Ach, Exzellenz. Ja, Barry. Kommen Sie bitte sofort nach hinten. Kommen Sie mit, Baron. Ja, Sie finden mich im Pub von Emerald. Ich habe den Bischof auch dazu geholt. Meine Güte, was hängt denn hier alles? Wir sind in Gefahr. Was? In Gefahr? Die Leute hier sind nicht ohne. Die hatten letztens eine Schießerei in Sondini. Die Leute, die unter uns weilen. Das Böse ist unter uns. Meine Güte. Und jetzt machen Sie keinen Blödsinn, nur weil ich Ihnen das gesagt habe. Die reagieren sofort drauf. Sie sind ganz ruhig. Was empfehlen Sie uns, Mr. Dunfield? Ihren Gottesdienst wie geplant. Wirklich, meinen Sie? Sollten wir nicht warten, bis die Männer weg sind? Nein, ich möchte nur, dass Sie, Mr. Bergen, ein besonderes Auge auf den Bischof legen. Ja. Und ihn beschützen, sollte es hier eine Schießerei oder irgendetwas geben. Ja. Wovon ich im Moment noch hoffe, meine dass Güte. Nicht passiert. Und wir werden dann in die Flucht eingreifen. Ja, genau. Wie Danke gesagt, Ihnen. Machen Sie einfach weiter wie geplant. Okay. Ich muss jetzt raus. Ich danke Ihnen, Euer Exzellenz. Barry, vielleicht sollten wir abreisen. Nun. Andererseits sind gerade so viele Leute hier. Genau. Ich bin nur ihretwegen hier. Anmerken lassen. Ich werde mich im Hintergrund, ja. Wissen Sie? Denken Sie, dass Sie uns in der Hand hätten. Sprechen Sie mich nicht an. Ich werde mich einfach im Hintergrund halten und unauffällig bleiben. Guten Abend. O'Reilly. Tag. Okay, Sir, hier. Ja, Mr. St. John, genau. Hier nehmen Sie diese $10 und geben Sie unseren Freunden vom Gesetz, außer Mr. White, der darf noch keinen Alkohol trinken, eine Runde aus von mir. Wir müssen weiter. Schönen Abend noch. Hallo, Sir. Kein Problem, Sir. Sind Sie der Bischof? Seht ihr? Diakon, nicht Dekan. Ja, Gott segne Sie. Renko Gaul hat sich schon wieder selbstständig. So, konnichiwa. Webstina. Mr. O'Reilly, es vergisst, Miss Lawson. Sie sollen Sheriff Goodhart anrufen, ha? Vielleicht sollen sie mich ja schnappen. Hey, machen Sie's gut.
Es hat sich alles beruhigt, eure Narren. Sehen Sie. Alles gut. Einfach nur Gott vertrauen, nicht? Ich hörte, dass Sie gefragt wurden, ob Sie der Bischof sind. Was sagten Sie dem Mann? Ich sagte, ich bin der Diakon des Bischofs von Le Moyne. Der Bischof ist nicht hier. Oh, eine Lüge, Barry? Eure Exzellenz. Ich vergebe Ihnen diese Sünde im Namen des Herrn. Es war keine Lüge. Der Bischof war ja nicht hier. Sie waren hier drin. Ich war dort draußen. Und? Sie müssen lernen, die Dinge richtig zu unterscheiden. Ganz schön kick. Oh, das ist eine angespannte Lage. Entschuldigen Sie meinen Ton. Das habe ich nicht so gemeint. Sie sind etwas nervös, nicht? Tut mir leid. Nun, ich habe die Dinge alle geklärt, die Sie wollten. Also gerade das mit diesem... Ja. Mit diesem Mr. O'Reilly, der den Mist erzählt hat. Mr. O'Reilly? Achso. Ja, das ist ein guter Mann. Ja. Nein, auf jeden Fall. Das auf der Welt geschafft und nun, es gibt noch eine Sache, über die ich mit Ihnen reden muss. Über Mr. Doherty. Ja, wollen wir nach hinten gehen? Ja. Nun, gehen wir raus. Oh, das ist schön. Oh, hier hat jemand Salz verschüttet, Signore. Ja, am Eingang auch. Versammeln Sie sich, die Predigt beginnt gleich. Mr. Doherty sagte doch, dass Mr. Precious was angegeben hätte, dass die Kirche zum Verkauf steht. Ja. Und er sagte, er hat auch ein Telegramm. Nun, ich habe dieses Telegramm entnommen. In diesem Telegramm steht, sehr geehrter Mr. Doherty, ich wüsste nicht, dass die Kirche zum Verkauf steht. Hochachtungsvoll, Mr. Precious. Nun, das Schild hing ja gestern dort, ich habe es abgenommen. Nun, aber Mr. Precious wusste nichts davon. Und er sagte, er würde sagen, es steht zum Verkauf. Nun, die andere Sache... Gehen wir ein Stück. Ist, die andere Sache ist, dass er sagte, der Mann in Saint-Denis im Pub. Es ist aber er hier gewesen. Ja. Das macht Probleme. Ich habe einen Zettel da gelassen in Saint-Denis. Ich weiß. Wie sieht denn das aus? Nun. Ich möchte nicht alles hinterher checken müssen, was Mr. Doherty uns erzählt. Nun, diese Dinge sind besorgniserregend, für wahr. Aber wir müssen uns auch selbst den Fehler vorhalten lassen, dass Mr. Doherty eindeutig nicht ganz bei Verstand ist. Oh, durchaus. Nein, einen Moment kurz. O'Reilly. Hart Ranch hier ansässigen Leute Bescheid zu sagen, dass etwas stattfindet. Mr. O'Reilly, ich hoffe, Sie haben gleich noch einen Moment nach der Predigt. Nun, sicherlich habe ich für Sie einen Moment, ja. Wir müssen dann auch noch über den Pub sprechen. Ja, nun, ich werde nochmal allen Bescheid sagen, dass die Predigt gleich losgeht. Ich sehe dort hinten noch welche am Stall und so, dass sie es nicht mitbekommen haben. Ich sage es Ihnen nur gleich. Ich glaube, die Gesetzeshüter sind momentan ein wenig angespannt wegen der ganzen Sache, dass Clayson schon hier war, nicht wahr? Ja, das klingt schrecklich. Aber ich danke Ihnen vielmals. Was würden Sie empfehlen, Mr. Riley? Was würden Sie empfehlen? Sollten wir lieber noch einen Moment warten? Oder sollten ich wir würde beginnen? Noch einen Moment warten, ja. Das, wunderbar. Ich sage allen Bescheid, ja? Das passt uns sehr gut. Nun, auch wenn
Auch wenn wir seinen Wahnsinn nutzbar machen, für uns nutzbar machen können, dass er uns nicht ansteckt. Ja. Ihre Sie beweisen äußerstes diplomatisches Geschick. Eine Weitsicht, die eines Bischofs würdig ist. Barry. Naja. Jedenfalls habe ich alle Dinge geklärt heute. Das beruhigt mich. Ja. Und Sie sagen, meine Ankunft hier, Mr. Dunfield, kann es wertschätzen? Ja, durchaus, hat gestaunt. Wunderbar. Deswegen habe ich es getan. Ja, Sie sehen, die Menschen hier sind in heller Aufruhr. Es wird gut sein, wenn wir sie ein wenig zurückholen können, nicht? Aber Sie müssen sich erst beruhigen, ja. Das ist nicht verkehrt. Haben Sie die Messe soweit vorbereitet? Natürlich. Ich habe diesmal das Thema Vergebung gewählt. Ja, sehr gut. Ein gutes Thema. Da sich heute ein Sheriff bei mir entschuldigt hat bereits. Ja, das habe ich übrigens auch. Ja. Das ist nur wegen mir passiert. Wunderbar. Ja, das haben Sie sehr gut gemacht. Nein, ich meine natürlich. Nein, das war heute bei einem County Sheriff und habe das gemeldet und dann habe ich diese Dame und ich habe den Barry. Mann gesehen hier. Und dann bin ich natürlich direkt dorthin und habe Führungskräfte angesprochen. Ja. Sie haben Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, Barry. Oh, definitiv. Bitte können die Hand wieder runternehmen. Okay. Danke. Ich bin mir sicher, Sie haben Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, damit das Ansehen der Kirche unbefleckt bleibt, denn das ist das Wichtigste. Ja. Mr. Dunfield. Achso, die Sache mit Mr. Dunfield habe ich natürlich auch aus der Welt geschafft. Sind das alles für die Messe? Mehr Leute sind hier nicht. Nein, wir werden auch ein wenig warten. Die Situation scheint noch recht... Sehen Sie dort drüben? Ja. Die Situation scheint noch ein wenig angespannt. Ja, warten Sie noch. Mr. Riley gab uns den Tipp, noch ein wenig zu warten. Genau. Mr. Berrigan, ich hoffe, Sie und Mr. Berrigan konnten den Disput soweit beilegen, den Sie hatten. Es wäre untröstlich, wenn wir Sie verlieren würden, Mr. Dunfield, wegen... Er hat nur, wegen einer meiner Dummheiten. $20 an Miss Stone, ansonsten habe ich hier... Ja. Dem Traveler geht es wieder gut, nehme ich an. Besser. Er ist noch in der Aufbauphase, aber er ist Vater geworden. Oh... Mazeltov. Mazeltov, nun. Was habe ich gesagt? Mazeltov. Glückwunsch. Wirklich? Ja, ich war zu viel in den Slums bei den Schlumowitz. Was ist denn? Nun, meine Güte, aufregend, nicht? Nun, ich glaube, wir sind wirklich falsch heute hier. Der Gottesdienst wird stattfinden, Ben. Natürlich. Die Kirche und Gott ist nie falsch. Wir haben Gott unser Wort gegeben. Ja, dem dicken Scheck von Mr. Saint. Ja. So arbeiten. Nun, was hat denn dieser Mr. White gesagt zu Ihnen? Das interessiert mich, wo ich brennt. Nun, er hat sich um den... Hat sich, du meine Güte, was hier alles so hängt. Nun, er hat sich... Er hat sich Sorgen um das... Auch zwei Bärenfallen und meine Hasenfalle. Er hat sich Sorgen um das Tier gemacht, sagte er. Und es tut ihm sehr leid, er hätte so etwas nicht sagen sollen. Nicht? Warum? Ja. Ja. Wie spät ist es denn? Nun, er hätte sowas sagen können, nur nicht in diesem Ton. Und wenn auf sie geschossen wird, lassen sie ihn verrecken, wir sind selbst schuld. Ja, ich rede. Du meine Güte, wenn auf wen geschossen wird? Nein, nicht auf uns. Ja, Barry? Ich habe Ihr Lieblingsgetränk dabei. Oh.
Himbeersoda? Natürlich. Bitte sehr. Harry, Sie sind ein Schatz. Flasche. Natürlich. Und ich habe natürlich auch noch eine. Sie nennen es Teiggebäck oder so? Ich weiß es nicht. Aber es schmeckt fabelhaft. Sie müssen es probieren. Am besten schneiden Sie es. Das ist eine Pizza. Margarete. Ach, Sie kennen das? Warte mal, reitet Sie jetzt ein Esel? Mal eben gucken, wie das aussieht. Nee. Das ist es nicht. Na? Ich habe allen Bescheid gesagt. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass, nun... Und die Lage ist sehr angespannt. Ja. Ja, die Lage ist angespannt. Deswegen werden heute wahrscheinlich nicht allzu viele Menschen Zeit haben. Aber, nun, Mr. Buhari und seine Begleitung sind extra aus Valentine hierher gerettet. Ah. So. Wunderbar. Und ja. Sie sind ja auch da. Ja. Sagen Sie, es ist wichtig. Wir tun natürlich den Dienst an Gott. Das heißt, wir würden das auch machen, wenn niemand dabei wäre. Und ja, natürlich. Was ich Ihnen sagen wollte zu Ihrem Überfall. Ja. Nun. Das beschäftigt uns sehr. Sie haben natürlich mein Bedauern in dieser Sache. Aber wissen Sie, es gibt diese Momente, wo Gott uns prüft. Uns in die schlimmsten Abgründe blicken lässt, damit wir sagen können, wir stehen noch hier. Ja. Bedenken Sie immer den Bibelvers. Mehr noch, wir rühmen uns ebenso in den Bedrängnissen. Denn wir wissen, Bedrängnis bewirkt Geduld. Geduld aber Bewährung. Bewährung die Hoffnung. Nicht? Ja. So. Mr. Berrigan, welcher Bibelvers ist das noch? Oh, ich habe nicht zugehört. Ich habe gerade geschrieben, sagen Sie es nochmal. Ich sagte mehr noch, wir rühmen uns ebenso in den Bedrängnissen, denn wir wissen, Bedrängnis bewirkt Geduld, Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung, nicht wahr? Müsste aus dem Buch der Römer sein. 5, Kapitel 3 bis 4. Bene. Ja. Scusi, Mr. Baring schließt gerade sein Theologiestudium bei mir ab und ich hoffe, er kann Ende des Monats zum Priester geweiht werden. Ja, nun, es braucht mehr Priester in diesem Land. Ja. Das wäre nämlich der Plan, Mr. O'Reilly, dass am Sonntag die Messe in Saint-Denis gehalten wird, am Mittwoch in Rhodes von mir und... In Ihrer Gemeinde, ja. Genau, und am Donnerstag hier, nicht wahr? Ich würde es sehr begrüßen, wenn, nun ja, es gibt einige Gotteshäuser in diesem Land, in diesem State vor allem. Ja. Es gibt viel zu wenig. Es gibt viel zu wenig Männer Gottes, nicht wahr? Gut, aktuell sehr schwer. Es wäre schön, wenn irgendwann, nun, der Tag des Herrn ist der Sonntag. Und wenn irgendwann genügend, nun, Vertreter des Herrn im State sind, dass, nun, die Messe überall am Sonntag gehalten wird, nicht wahr? Genau. Nun, in Valentine haben wir aktuell unsere Probleme. Da werden wir ziemlich von diesen Protestanten vertrieben. Ja, Mr. Doherty sagte zweimal, nicht, dass er aus der Stadt gejagt wurde. Nun, das, Protestanten, nicht wahr? Nun ja. Wäre das wohl etwas für Miss Gable? Sie ist nämlich Protestantin. Ebenso Blackwater ist, die Bevölkerung ist hauptsächlich protestantisch. Nun, aber in Blackwater leben auch Iren. Wirklich? Nun, ja. Und wir Iren sind...
Diejenigen, die ich kenne, sind Katholiken, nicht wahr? Also in Ornamor war jeder einer. Sehr fromme Katholiken, wie ich immer höre. Natürlich. Ein sehr emsiges Volk, das ihre Signore. Ja, auch wenn die Kirche uns manchmal etwas, nun ja, sagen wir es so, es gibt Dinge, es gibt alte Dinge, die, nun ja, auch wichtig sind und der ein oder andere Vertreter Gottes schüttelt dann nur seinen Kopf, nicht wahr? Aber, naja, ich musste eine Sache lernen, als ich herkam, Mr. Riley. Neue Länder, neue Sitten. Wir alle müssen uns hier ein wenig anpassen. Ja, ja. Verstehen Sie, wir sind wirklich fromm in Ornamor und nur noch in Galloway und in allen Städten Irlands, nicht wahr? Aber und trotzdem, ja. Und Dinge wie die Fae sind eben auch. Nun, das hat nichts mit Gott zu tun. Das ist eben die Anderswelt, nicht wahr? Und das ist einem auch gefährlich werden. Auch davor muss man sich schützen. Das ist, aber ja, das ist, ich weiß, die Kirche hört das nicht gern. Nun, die Kirche hofft, dass sie ihr Vertrauen in die einzige Macht auf Erden lenken, die mächtig genug ist. Der Herr hat alles erschaffen, auch ihre Fae, nicht? Nun, und die Welt erschaffen, nicht wahr? Aber die Fae kommen aus einer anderen Welt, nicht wahr? Das, ist das so? Denn vielleicht, nun, vielleicht sind das Schöpfe vom gefallenen Sohn, ich weiß es nicht. Für meine Güte. Nun, sie sind böse, nicht wahr? Und, ja, da würde ich Ihnen recht geben, Signore. Aber glauben Sie, und glauben Sie fest und innig. Ich glaube fest, ich glaube wirklich fest. Oh nein, Hochwürden. Ich bete jeden Abend vorm Schlafengehen. Als ich noch in Saint-Denis war, war ich jeden Tag in der Kirche. Ein Gebet gesprochen, nicht wahr? Es wird die Kirche in Saint-Denis sein, von der wir wünschen, dass der Glaube wieder ins Land Einzug hält. Deswegen schränke ich mich momentan extrem auf Saint-Denis. Aber Sie sehen, wir kommen auch zu Ihnen. Ja. Wir lassen niemanden im Stich, um Gottes Willen niemand. Ja, nun, das ist begrüßenswert, ich meine. War eines der ersten Sachen, die ich Mr. Saint gefragt habe, als ich das Angebot erhalten habe, dass ich hier meinen Papa öffnen könnte. Ja, ich habe gefragt, nun, wie sieht es aus mit dem Glauben? Gibt es auch hier einen Gottesdienst? Er hat gesagt, er kümmert sich darum. Und sehen Sie, wir sind hier. Mr. Saint ist tatsächlich in einem Gespräch auf mich zugekommen. Er hat seinen Teil dazu beigetragen, dass wir hier sind. Sie können ihm durchaus dankbar sein dafür. Ja, das bin ich. Und dass Sie hier sind, das ist so Beweis genug dafür, nicht wahr? Heute werde nicht ich die Messe lesen, sondern Mr. Berrigan ist dient seiner Ausbildung. Nun, das... Aber am Sonntag hoffe ich, Sie in der Kirche zu sehen, mein Sohn. Nun, ich war so gut wie jeden Sonntag in der Kirche. Natürlich. Und am letzten habe ich... Und es gab eine Bedrohung. Und man muss sein Heim schützen. Das... daher konnte ich es letzten Sonntag leider nicht, aber... Ja... Sofern... ja, das ist das Wichtigste am Sonntag, nicht wahr? Ja, ein sehr interessanter Mensch sind Sie, wenn ich das sagen darf. Ich hoffe, ich werde Sie noch öfter sehen und wir werden noch öfter die Gelegenheit haben, zu sprechen und ich kann Ihnen deutlich machen, dass Gott das Alpha und das Omega ist, der Anfang und das Ende. Und er ist auch alles dazwischen. Mr. O'Reilly. Ja, ja. Er ist mächtig, der Herr ist groß. Gut, danke. Das, was auch immer das Alpha ist und das Omega, aber... Ja, das ist... bestimmt ist er auch das. Anfang und Ende. Hey, Ron, ich danke dir für den Witz. Ist das Italienisch für Anfang und Ende? Griechisch. Ja. Slawson da draußen beschwert sich, dass endlich mal ein protestantischer Priester kommen sollte und eine Kirche übernehmen. Und dann... Nun, anscheinend kann bei den Protestanten ja jeder ein Priester werden, dann soll sie das doch einfach machen. Aber haben die Protestanten nicht mehr Scable? Eine Wanderpredigerin? Ich
muss gestehen, ich habe aufgehört, den protestantischen Glauben zu verstehen, zu versuchen. Ich kann es nicht, es entzieht sich mir völlig und ich kriege immer diese Pusteln. Deswegen versuche ich es zu vermeiden, an diesen Glaubensrichtung zu denken. Sie sehen es mir nach, nicht? Nein, ich sehe es Ihnen nach. Das ist so. Neue Länder, neue Sitten. Ich habe in meinem Leben, ich war 30 Jahre, habe meinen Dienst an Gott in Rom getan und... Aber das hatte da keinen Kontakt mit dieser Glaubens... mit diesem... In der alten Welt gibt es Protestanten nicht mehr. Ja, aber nicht in Rom. Nein. In England sollen sie wohl recht verbreitet sein. Natürlich nicht in Rom. Rom ist... Nun... Rom ist heilig. Waren Sie mal in Rom, meinst du? Nun, ich habe nur davon gehört. Eine unvergleichliche Stadt. In Italien, aber nicht in Rom. Na, ich habe auf einem Handelsschiff gedient, nicht wahr? Und wir haben viele Häfen angelaufen, aber in Rom war ich nicht. Eine unglaubliche Stadt. Beginnen. Oh. Dann wollen wir mal. Mr. Dunfield. Ja. Sind Sie aus Valentine weg, weil dort nur Protestanten sind? Nein, ich war nie in Valentine. Die Leute reden einen Haufen Scheiße den ganzen Tag. Stimmt aber nicht. Ich bin ja hier bei der Posten des Town Marshals bei wurde. So, soll er das mal machen? Nein! Kein Bild. Es tut mir so leid. Oh Gott. Oh Gott, nein. Liebe Schwestern und Brüder. Es tut mir so leid, scheiße. Heute möchte ich mit Ihnen über ein Thema sprechen, danke, liebes Wort, das uns alle gemeinsam betrifft. Oh Gott. Das ist so unser Leben tief durchdringen kann und uns zugleich herausfordert. Die Vergebung. Sie ist eines der zentralen Themen unseres christlichen Glaubens und zugleich eines der schwersten. Und Vergebung ist keine einfache Sache und doch ist sie der Schlüssel zu einem Leben in Frieden. Ich mache immer gerade ein bisschen leiser, weil ich im Rechtfertigungsmodus bin. Sorry Leute, aktuell ist mein zweiter Bildschirm durchgebrannt und ich habe halt sonst immer auf meinem Handy habe ich euch laufen. Und Vergebung ist keine Option, sie ist ein Auftrag. Und ich habe euch normalerweise auf dem Handy laufen, aber jetzt habe ich halt mein Babyfon auf dem Handy laufen, weil meine Frau noch arbeitet. Und deswegen habe ich euch nicht gesehen. Ihr hattet dann ein schönes Hörspiel, ist doch auch mal nett. Aussage, die uns nachdenklich machen sollte. Sie bedeutet, Vergebung ist ein heiliger Akt, eine göttliche Handlung, die uns selbst verwandelt. Alter, das geschafft. Auf, zu vergeben, weil er uns vergibt. Sehen Sie, er ruft uns dazu auf, ihm ähnlich zu sein, indem wir die Ketten des Hasses, der Bitterkeit und der Rache ablegen. Nun, viele von uns haben jedoch Schwierigkeiten mit Vergebung. Warum ist er dann viel? Warum ist das so? Nicht warm ist er dann. Es ist schwer, weil sie uns zwingen, über unser verletztes Ego hinauszusehen. Wenn uns jemand verletzt oder Unrecht tut, dann spüren wir den Schmerz und den Zorn. Manchmal auch sogar Hass. Und dieser Schmerz, der ist echt. Und es ist nicht unnatürlich, diesen Schmerz zu empfinden. Doch was machen wir damit?
diesem Schmerz fest. Legen wir unsere Wut und lassen sie zu einem Groll heranwachsen, der uns von innen heraus zerstört. Nur die Schwierigkeit besteht oft darin, dass wir Vergebung als eine Art Schwäche empfinden. Wenn ich vergebe, bedeutet das, dass ich Unrecht einfach hinnehme? Bedeutet es vielleicht, dass die Tat ungeschehen gemacht wird? Wir hören uns jetzt mal ein paar Kirchenlieder an. Wir müssen ein bisschen recherchieren nebenbei. Das Leugnen des Unrechts. Vergebung heißt nicht, das Leid oder die Ungerechtigkeit zu entschuldigen. Das heißt auch nicht, den Täter von seinen Handlungen freizusprechen. Als hätte er nichts Falsches getan. Vergebung bedeutet, den anderen Menschen nicht mehr durch die Linse des Unrechts zu sehen. Es bedeutet, die Last des Zorns und der Bitterkeit von den eigenen Schultern zu nehmen und sich selbst zu befreien. Nun, zu meiner Linken. Mein geliebter Bischof sagte einmal, Vergebung ist der Preis für den Frieden. Damit ist nicht nur der Friede zwischen zwei Menschen gemeint, sondern vor allem der innere Frieden. Denn wer nicht vergibt, wer in der Wut festhält, zerstört nicht den anderen, sondern sich selbst. Der Groll, den wir in uns tragen, wie Gift, das unsere Seele langsam vergiftet. Vergebung hingegen öffnet uns nur Heilung. Denken wir an die Geschichte von Josef im Alten Testament. Seine Brüder verkauften ihn aus Eifersucht als Sklave nach Ägypten. Und Jahre später, als Josef in eine Position der Macht gelangt war und seine Brüder aufgrund einer Hungersnot zu ihm kamen, um Hilfe zu bitten, hätte er Rache nehmen können. Er hätte allen Grund dazu gehabt. Doch was tat Josef, frage ich sie. Was tat er? Mr. Dunfield, was tat er? Richtig. Er vergab ihnen und sagte, ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Durch seine Vergebung wurde nicht nur Josef befreit, sondern auch seine Brüder. Vergebung ist aber auch oft kein einmaliger Akt. Manchmal ist es ein langsamer, langer, schmerzhafter Prozess. Verletzungen, die tief sich und Zeit brauchen, um geheilt zu werden. Liebe Regie, auf jeden Fall, schick mir das gerne bitte. Interessiert mich sehr. In solchen Fällen geht es nicht darum, sofort und auf Knopfdruck zu vergeben. So, hören wir mal in Salvere Regina ein. Ihr seht, ich habe hier Notizen gemacht. Und mit dem Entschluss loszulassen. Machen die mal jetzt aus. Hören uns jetzt Salvere Regina. Das bedeutet auch, sich immer wieder zu entscheiden, dem anderen zu vergeben, auch wenn die Gefühle noch nicht vollständig folgen. Jesus hat diesen Prozess verstanden, das sagt er auch zu Petrus, als dieser fragte, wie oft er seinem Bruder vergeben sollte. Nicht 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Jesus fordert uns auf, Vergebung nicht als Ausnahme zu betrachten, sondern als Lebensstil. Ein ständiger Akt der Liebe und des Mutes. Nun aber, wenn wir über Vergebung sprechen, dann müssen wir vor allem auf Gott blicken. Wie oft hat uns Gott schon vergeben? Wie oft hat er uns in unserer Schwachen und in unserem Versagen seine Hand ausgestreckt und uns in Liebe vergeben? Im Buch der Römer steht, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Gott wartet nicht, bis wir gut genug sind, um uns zu vergeben. Er vergibt uns, weil er uns liebt. Diese bedingungslose Vergebung Gottes ist das größte Geschenk, das wir empfangen können. Und wenn wir diese Vergebung erfahren haben, sind wir aufgerufen, sie weiterzugeben. Der Apostel Paulus zum Beispiel schrieb im Brief an die Epheser, seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Und das ist der Schlüssel. Wir vergeben, weil uns vergeben wurde. Es ist ein Kreislauf der Gnade, liebe Anwesende. Nun aber, ich sehe es schon in euren Gesichtern. Wie setzen wir es jetzt in unserem Alltag um? Wie können wir lernen zu vergeben? Nun, das ist nicht einfach, aber als erstes müssen Sie den Schmerz erkennen.
erste Schritt zur Vergebung ist, den Schmerz anzuerkennen. Verdrängen Sie ihn nicht. Sprechen Sie über Ihre Verletzung. Bringen Sie sie vor Gott und bitten Sie um Heilung. Wahr? Vergebung ist nicht in erster Linie ein Gefühl, sondern eine Entscheidung. Also machen Sie den bewussten Schritt, dem anderen zu vergeben, auch wenn die Gefühle noch nicht folgen. Halten Sie sich nicht an der Vergangenheit fest. Wahr, Mr. Dunfield? Lassen Sie los. Lassen Sie los, was geschehen ist, hören Sie. Vergebung bedeutet, dem anderen nicht mehr an den Fehlern festzuhalten. Nun, liebe Gemeinde. Und Mr. Dunfield, Vergebung ist ein Geschenk, das uns befreit und heilt. Sie bringt uns näher zu Gott und zueinander. Nicht leicht, aber es ist notwendig. Also lassen wir uns von der bedingungslosen Liebe Gottes inspirieren, die uns immer wieder vergibt. Nehmen wir die Vergebung an, die er uns durch Jesu Christi schenkt. Und geben wir sie großzügig weiter. Denn am Ende ist Vergebung der Weg zu einem Herzen voller Frieden, zu einer Welt, die Heilung erfährt und zu einer Beziehung mit Gott, die auf Gnade und Liebe gründet. Nun lassen Sie uns gemeinsam beten. Gott, unser himmlischer Vater, wir kommen heute demütig vor dich, voller Dankbarkeit für deine bedingungslose Liebe und Gnade. Du bist ein Gott der Vergebung, der uns immer wieder die Hand reicht, selbst wenn wir versagen. Danke, dass du uns Jesus Christus gezeigt hast, was es bedeutet, wahrhaftig zu vergeben. Ja, oft tragen wir Lasten mit uns herum, Wunden, die zugefügt werden, Groll und Bitterkeit, die in unseren Herzen nisten. Wir bitten dich, gib uns die Kraft, loszulassen. Hilf uns, den Mut zu finden, denen zu vergeben, die uns verletzt haben, so wie du uns vergibst. Erleuchte unsere Herzen mit deinem Frieden, gut, übrigens absichtlich, damit wir nicht mehr an den Schatten der Vergangenheit festhalten. Fülle uns mit deinem Geist, damit wir in der Vergebung die Freiheit und den Frieden finden können, die nur von dir kommen können. Wir bitten das im Namen deines Sohnes, Jesus Christus, unserem Erlöser. Amen. Nun, das ist das, was ich euch heute auf den Weg geben wollte, nach diesem wirklich durchwachsenen Abend in den Emerald Hearts. Denkt daran, auch mal zu vergeben. Den Segensspruch segnen Sie die Männer. Von segne ich sie. Gehen Sie heraus in die Welt und wenden Sie an, was Sie heute hier gelernt haben. Auch wenn es manchmal schwer fällt. Ich sehe es. Aber möge der Segen der Vergebung dein Herz erhellen und alle Wunden heilen und ihnen den Frieden schenken. Und möge dir die Kraft finden, loszulassen und in der Vergebung neue Wege zu Liebe und Hoffnung entdecken. Ich wünsche Ihnen allen noch einen wunderbaren Abend und eine gute Nacht. Kommen Sie gut nach Hause und wir sind natürlich immer noch hier, um Gespräche zu führen, falls es erwünscht, falls Sie etwas für die Kollekte der Kirche oder für die Maria-Wohl-Stiftung beizutragen haben. Sprechen Sie uns gerne an. Und wenn Sie sonst nichts mehr haben, dann sehen wir uns sicherlich am Sonntag um 20 Uhr in der Kirche von Saint-Denis, wo es um die 7 Todsünden geht. Bitte 2. Gott segne Sie. Nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Geht hin mit Gottes Segen. Möge der Herr euch leiten auf euren Wegen.
Und möge er die flüsternde Stimme des Fürsten der Lügens von euch fernhalten. Amen. Müssen wegen der Eucharistie müssen wir nochmal üben. Natürlich. Haben Sie das, den Leib Christi? Haben Sie den Leib Christi dabei? Nein, natürlich nicht. Ja. Ich bin im Stress gewesen. Müssen wir mal. Wir gehen zu den Leuten. Kommen Sie. Der Nebel zieht scheinbar etwas auf. Ja. Ich denke, wenn Sie noch Fragen oder Seelsorge benötigen, dann befinden wir uns drin. Ich danke Ihnen. Einen guten Abend. Nach Ihnen. Protestanten. Ich setze mich lieber hier hin. Und Mr. Harris war bei der Andacht dabei. Erst hinter dem. Ich hab zu danken. Guten Tag, Herr Bischof. Grüße Sie. Einen wunderschönen guten Tag. Nun, es scheint keiner mehr Bedarf nach Seelsorge zu haben. Ja. Wären Sie so freundlich und würden die Kutsche... Ja. Würde ich machen. Ich muss sagen, ich muss noch nach Saint-Denis. Ja, wir auch. Nun, dementsprechend, Sie wollten ja noch mit mir sprechen. Es ging ja, mir... Schönen Abend noch. Ja, dann reisen wir gemeinsam, nicht? Und ich wollte eigentlich mit Miss Hopkins reisen. Ach so. Machen Sie sich keine Sorgen. Ich wollte Ihnen nur noch den guten Ratschlag mit auf den Weg geben, eben... Dass uns solche Prüfungen manchmal zu einem anderen Blickwinkel auf die Welt bringen, nicht? Ja. Und wir sie als das sehen sollten, was sie sind. Eine Möglichkeit, einen gottgefälligeren Menschen aus uns zu machen. Ja. Wir werden aber dieser... Was ich noch ansprechen wollte, war die Segnung dieses Ortes, was Sie ansprachen, nicht wahr, Mr. O'Reilly? Ja, ja. Ja. Haben Sie Öl mit, Barry? Ja. Inne. Dann werde ich das mal gleich auf mich nehmen. Vielen Dank. Ich momentan nicht viel. Ich meine, ich habe eher Schulden bei der Bank, aber... Ich werde schon mal gehen. Soll ich Ihnen geben, Mr. Berrigan, oder Hochwürden, soll ich Ihnen das Geld geben? Barry verwaltet die Gelder. Ich danke Ihnen. Alles, was Sie geben können, ist... Vielen Dank, Sir. Gerade in Ihrer Situation noch wertvoller. Nein. Warten Sie, ich ziehe nur schnell den Handschuh raus für den Ring. Genau, und ich werde schon mal die Kutsche besorgen. Das Öl. Auf den Tisch gestellt. Ja, das kenne ich so aus Irland nicht. Nun, es dient dem Respeto gegenüber meinem Amt. Sie küssen nicht meinen Ring, sondern Sie erweisen der römisch-katholischen Kirche ihren Respekt, ihre ehrwürdige Demut. Ja, nun, das heißt, es wird von mir erwartet, den... Nun, man sagt auch, es bringt Glück, aber das ist wohl nur Aberglaube. Ja, und wenn das so ist, dann, ja. Nun, diese Ehre wird auch nicht jedem zuteil. Ich sage danke, schönen Hochwürden. Ich danke Ihnen, Signore, und auch für Ihren warmen Empfang und dass wir hier einen wahren Diener Christi gefunden zu haben scheinen. Das ist so üblich in Irland, nicht wahr? Das ist so zumindest in Ornamo. Ich kann nur von Ornamo sprechen.
Delaware weiß ich nicht, aber... Naja. Sie. Nun, es ist Ihr Heim, Signore. Sie müssen es sich so schön machen, wie Sie es vermögen, nicht? Oh ja. Aber seien Sie versichert, mit der Segnung dieses Hauses haben Sie alle Sicherungen, die Sie brauchen. Und das so. Ja, das ist mir schon wichtig, das lag mir schon etwas im Magen, nicht wahr? Naja, ich habe auch die Schlüssel erst seit ein paar Tagen, von daher. Ja, aber bisher habe ich tatsächlich niemanden in der Kirche angetroffen, um danach zu fragen. Umso besser ist es, dass Sie, nun, jetzt hier sind. Ja. Nun, ja. Ich habe da vorne was entdeckt. Bleibt in der. Sie wollen sicherlich auch gleich los. Ich kann das auch ohne Sie machen. Sie nur, dass er den Sie wünschen, ja, dabei zu sein. Nun, vielen, vielen Dank. Ja. Ich habe gar da nicht gerade auch noch jemanden, mit dem ich mich kurz unterhalten müsste. Ah, natürlich. Von daher, ja, das ist heute alles etwas viel. Also, aber machen Sie sich um mich. Ist, machen Sie sich um mich keine Sorgen. Ich danke Ihnen. Na, für alles. Ich danke Ihnen auch und freue mich schon sehr auf Heimreise. Ich freue mich schon sehr auf Sonntag, Signore. Oh ja, ich mich auch. Gut, und auf Wiedersehen und noch einen wunderschönen Abend. So gehen Sie hin in Gottes Segen. Mögen Sie nicht wanken und nicht fehltreten. Amen. Amen, Patri, Filii Spiritus Sancti. Ich glaube, das ist deine Lieblingsbeschäftigung. Gut, dann eine gute Nacht. Ja. Wir können aufbrechen. Das Öl. Ist alles in Ordnung? Haben Sie das Öl? Nun, das steht auf dem Tisch. Oh. Das habe ich Ihnen 4-mal gesagt. Ja, mein Gedanken. Ja. Nun, dann wollen wir mal. Ja. Und haben Sie gesucht? Nein, ein mächtiger Gott, du, der der Himmel und Erde geschaffen hast, segne diesen Moment der Erleichterung. Möge er Spannung lösen, Frieden bringen, wo zuvor Unruhe war. Wie der Wind, der durch die Bäume weht, so möge auch dein Glauben um uns hergehen, uns erfrischen, uns zum Lächeln bringen. Möge dieser flüchtige Moment deine Einfachheit daran erinnern. Segne diesen Papp im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Meine Patri, Filii, Spiritus Sancti. Amen. Ja. Kommen Sie, gehen wir hinten raus, dann müssen wir diesem Protestanten nicht guten Abend sagen. Einen wunderschönen Abend noch. Guten Abend. Gleichfalls. Wir müssen über ein paar Dinge reden, Barry. Wir müssen nach vorne gehen. Dort steht die Kutsche. Ach so. Oh. Ich falle so immer um. Oh, würden Sie den Esel mitnehmen? Ja, habe ich schon angewiesen. Nein, dann nehmen Sie ihn ruhig hinter der Kutsche mit. Ja. Binden ihn hinten fest. Ja. Soll ich ihn mitnehmen? Ja, sagen Sie es ihm. Also, führen Sie ihn. Neue Bauten. Das nennt sich wohl ein neues Haus. Machen wir es anders. So.
So störrisches Tier. Bleib ruhig hier, Tier. Rauche dich nicht mehr. Wie Jesus von Nazareth bin ich hier eingeritten, in den Ort. Durchaus, das sind sie. Harry, ich würde es begrüßen, wenn sie in Zukunft die Gemeinde nicht mehr duzen. Das schafft eine Nähe, die wir nicht erzeugen wollen mit dem Vulgus, verstehen Sie? Ich kann Ihre Absicht verstehen, dass sie das so machen. Und dann ab jetzt nicht mehr. Ja, sie. Ich weiß nicht, warum Mr. Dunfield gegangen ist, aber ich nehme an, dass Sie ihn zu oft persönlich einbezogen haben und ihm das unangenehm war. Ja, das glaube ich auch. Facto, grüß dich. Ich versuche mal, dir einen Shoutout zu geben. Such dir mal einen Shoutout zu geben. Ja, grüß dich, Abstraktor-Mensch. Das ist ja nett. Amen, Bruder. Ich kann dir gar nicht... Gott. Ich bin die größte Technik-Nulpe, wieso streame ich eigentlich? Auf geht's nach Hause, ich habe wieder $60 dabei. Ah, wunderbar. Miss Everett, also ehemalig Miss Stone, hat ihre $35-Rechnung bezahlt und... und eine kleine Spende. Und draufgelegt. Von $15. Sehr großzügig. Und Mr. O'Reilly von $3, auch sehr großzügig. Ja, gerade er, der so wenig hat. Nun, fabelhaft. Das ehrt ihn. Ja, Sie sagen es. Gut, dann reisen wir heim und legen uns hin. Durchaus. Wie geht's dir, Mann? Schönen Stream gehabt. Vielen Dank für den Raid nochmal. Falls ich das nicht Abend, Sir. Und ich werde etwas schneller reiten. Nun, ich habe dem Mann am Stall eigentlich gesagt, dass er die Reisekutsche holen soll. Müssen wir hier mit diesem Klapperteil so eine weite Strecke zurücklegen. Ist auch schrecklich, nicht wahr? Nun, er scheint sich sehr geirrt zu haben. Es ist eindeutig nicht die Reisekutsche. Aber es ist besser als der Esel. Das kann ich Ihnen sagen. Der Esel war... Ja, Gamescom, Mann. Sehr nice. Ich muss leider arbeiten. Tut mir leid, dass ich Sie jetzt hier so schlecht durch die Gegend kutschiere. Ja. Wie gesagt, da ging es ja auch. Ihre Predigt war wunderbar. Ein wunderbares Thema. Der Sprachklang war sehr gut. Sie haben die richtigen Pausen gemacht. Es sind nur diese kleinen Feinheiten, nicht? Ich meine, deswegen lerne ich ja noch. Guten Abend. Ich meine, wir nennen die Leute ja nicht ohne Grund den Vulgus, nicht? Wir wollen keine Nähe mit dem Vulgus, die Kirche muss. Obwohl, na, Mr. Dunfield scheint einen erheblichen Einfluss zu haben. Die kleinen Probleme, die uns das bereitet hat. So müssen wir es mit allen unseren Gläubigen hier halten. Ja, wir müssen den nötigen... Regie, danke, ich lese mir später in Ruhe durch, ne? Wir dürfen die Menschen nicht an die Predigt, die du geschrieben hast. Ja, und doch, persönlich. Und doch müssen wir eine freundliche Kirche sein. Natürlich. Wenn wir es uns mit einem Gläubigen verscherzen wir es uns mit allen. Ein sehr heikler Drahtseilakt in diesen Orten. Ich sage Ihnen, das liegt auch daran, dass hier einfach zu viele andere Glaubensrichtungen zugelassen werden. Ja, genau. Würden hier weniger Glaubensrichtungen zugelassen, hätten die Menschen nur eine Kirche, dann wäre das einfacher. Aber nun, jemand fühlt sich auf den Schlips getreten und schon, zack, ist der Protestant. Verstehen Sie, was ich meine? Ja, genau. Deswegen
Wir müssen die Kirche sein, die den Menschen empfängt. Die Kirche mit dem Lächeln. Wir müssen die gute Mutter Gotteskirche sein und nicht der strenge Vater. Vielleicht können wir den strengen Vater zu einem späteren Zeitpunkt. Erinnern Sie sich an die Frau gestern? Ja. Die so irritiert war, dass wir über die Hölle sprechen und den Menschen Angst machen, sagte sie. Du meine Güte, sei sie Protestant. Ist nicht Angst auch eine Antriebskraft im Leben? Ist nicht die Furcht etwas, das uns innehalten lässt, damit wir auf dem Wege bleiben? Oder uns überleben lässt? Ja, natürlich. So wie mich zum Beispiel. Ich hatte so eine Todesangst. Wann? Habe ich überlebt im Saloon, im Sumpf. Ja, Sie haben getan, was getan werden muss, Barry. Nur aufgrund meiner Angst und der Kraft, die mir Gott gegeben hat. Und die Angst. Ja, konnte ich überleben. Ja. Ach, was für ein Tag, Barry. Nun, ein erfolgreicher Tag. Wir haben alle Unregelmäßigkeiten aus der Welt geschafft. Abstrakt, du irgendwas, worauf du dich freust? Das Bild hinterlassen und eine wunderbare Predigt gehalten. Das haben Sie sehr gut gemacht, Barry. Das ist alles Ihr Verdienst. Heute. Nun, alles Ihr Verdienst. Sie haben Mr. Dunfield und die ansässigen Einwohner der Emerald House beeindruckt mit ihrem Einritt. Ja. Ich denke, ich werde es nicht wiederholen. Nein, natürlich nicht. Das nächste Mal kommen wir mit der Reisekutsche. Allerdings. So sind wir die Bettler, wenn wir die Bettler sein müssen. Und so sind wir die wahre Kirche, wenn wir diese sein müssen. Oh, sehen Sie, Mr. McCoyne hat wieder einen Wachmann bei uns postiert. Ja, das ist Mr. Ach, kennen Sie den Mann? Ja, natürlich. Ich merke mir solche Namen nicht. Ja. Nur ab Sergeant merke ich mir die Namen. Nun, wo war ich stehen geblieben? Nun, auf dem Hof der Kirche. Ach so, Sie meinen das metaphorisch. In meinem Gespräch. Oh, das weiß ich nicht. Wir sind stehen geblieben, weil das ein wunderbarer Tag war. Nun, wer auch immer diesen Esel finden mag, er darf ihn behalten. Ja, er wird gespendet von der Kirche. Was für ein Abenteuer. Glauben Sie mir, er wollte mich mehrmals abwerfen. Mich, ich bin der Bischof. Das habe ich ihm auch erklärt. Die Tiere und die Menschen wollen einfach nicht hören. Und mache dir die Welt untertan, sprach der Herr. Schauen Sie, ich habe einen Ring. Den habe ich mir beim Juwelier gekauft. An meiner linken Hand. Zeigen Sie mal. Wirklich ein schöner Ring. Nun gut, dann. Oh, ja, natürlich. Ach ja, gute Nacht. Meine Patria et Filii Spiritus Sancti. Dies Elobius. Requiem. Abstracto, geht's morgen an irgendwas Bestimmtes, worauf du dich freust auf der Gamescom? Gucken wir uns mal einmal die Predigt vom Regie an. Oder soll ich die nicht vorlesen, Regie? Ich lese mal, bis du mir das okay gibst, dass ich sie laut vorlesen darf, lese ich sie mal kurz ein bisschen für mich. Ja. Ja, gut. Also ich finde, das ist jetzt nicht krasser, als was ich mache. In meinen Messen. Deswegen sind wir uns da schon sehr ähnlich. Deswegen wieder der Beweis. Regie, hol den Rechner. Werd hier Priester und das ist ein langer Weg, Priester zu werden. Vipia spielt jetzt einen Monat. Und bei dem ziehe ich das straight durch. Es gibt ja beim Diakon werden, ich versuche das möglichst realistisch zu spielen, aber natürlich angepasst ans RP. Und ich muss halt sagen, der Wippi spielt da schon sehr überzeugend und der ist halt auch
in der Gunst des Bischofs auf jeden Fall. Aber eigentlich muss man Diakon 6 Monate mindestens Diakon gewesen sein. Aber das brechen wir alles runter. Ne? Deswegen, alles legitim. Alles hier, was du auch in dieser Kirche durchaus frönen könntest. Ne? Aber am besten, Leute, wenn ihr Bock habt, bei unserem Kirchen-RP mitzumachen, dann recherchiert ein bisschen im Internet für euren Charakter und dann erstellt euch schon mal so Sachen wie, wo habt ihr die Weihe empfangen und sowas, ne? Dann könnt ihr direkt als Priester auch hier starten, von mir aus, ne? Hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Könnt ihr auf jeden Fall gerne mitspielen. Kriegt ihr eine Gemeinde und so und alles über die Kirche. Okay. Eine coole Predigt, hat mir sehr gefallen. Also Regie, ich bin ein verdammter Ichling und deswegen nimm es als großes Kompliment, wenn ich sage, es könnte von mir sein, diese ihre Predigt. So Leute, sorry, dass ihr so lange den Bild, das Dingsbild gesehen habt. Ich muss aber auch zu meiner Verteidigung sagen, ja, die Mietext und so, aber ich baller ja gar nicht, ne? Ich baller nicht, ich prügel mich nicht, ich weite nicht schnell und so. Deswegen kann man sich das hier gut auch als Hörbuchchen antun. Oh. So. Also, wie gesagt, und nochmal ganz kurz die Regie. Solltest du mal mit dem Gedanken spielen, wenn du alle Hardware zusammen hast, solltest du mit dem Gedanken spielen. Und hier ins RP mit einzusteigen, dann kann ich dir sagen, ich werde nicht ewig Bischof sein. Ich suche schon Leute, die mir nachfolgen können als Bischof, die sich der Bischof hier so ein bisschen hinerziehen kann. Im Moment ist es Barry, den er versucht, sich herzuerziehen. Ich kann es mir nur nicht vorstellen, dass der Weppi die Kirche ohne mich bespielt. Deswegen, vielleicht wird es auch Mr. Doherty. Der hat ja auch Bock. Aber wir schauen mal. Wir bauen das aus dem RP. Würde ich gerne eine Nachfolge ausbauen. Ich würde auf jeden Fall bis nächstes Jahr definitiv noch den Bischof hier machen. Und ich hoffe dann, irgendwie Nachfolger zu haben. Genau. Okay, vom Server bekommen, also noch eine Frage der Zeit. Mach dir keinen Stress, es ist alles cool. Wenn du kommst, ist super. Wenn nicht, ist auch gut. Dann genießt du das hier noch als Zuschauer. Und wir hören uns nochmal zum Abschied. Rings Salve Regina. Genau. Wie gesagt, ich würde halt gerne die Kirche irgendwann übergeben. Sozusagen. Ne? Wenn ich nicht mehr hier spiele, dann würde ich gerne einen Spieler haben, der Bock hat, auch hier der Bischof dann zu sein, der nächste Bischof von Limoin. Und so. Und müssen wir mal gucken, ob es geht und wie es geht. Versuchen wir alles. So, ihr Lieben. Ich verabschiede mich. Ich wünsche euch, bin am Samstag vielleicht wieder online, sicher aber am Sonntag. Euch die Szenebild wieder an. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall eine schöne Zeit, ihr Lieben. Wir lassen Salve Regina für euch noch durchlaufen. Und tschüss.